Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Train Sim World 2 Video. Diesmal wieder auf dem East Coast 2 und da ich den East Coast für alle Szenarien durch habe, kümmere ich mich jetzt hier um den Fahrplanmodus. Was heißt kümmere ich mich? Wir fangen einfach im Fahrplanmodus, das Ganze komplett random. Und ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen was auch auf dem East Coast 2 auf. Ich weiß nicht wie viele Videos, mindestens 3 Videos sage ich mal, mit Schnee. Und mit winterlichen Bedingungen das Ganze dann wie immer mit dem Random Number Generator. Okay, da haben wir ihn, wunderbar. Genau, es gibt 5 verschiedene Möglichkeiten für den Winter. Und wir gucken einfach mal, wo haben wir es denn jetzt? Da habe ich es. Welches Dings es wird? Es wird Nummer 3. Dann wollen wir mal schauen, wobei es genau die goldene Mitte. Neblig, Wintersturm, schneereich. Es wird schneereich, ein schneereicher Wintertag oder eine Winternacht, je nachdem. Wir haben 6 verschiedene Züge zur Auswahl. Okay. Konnte man das nicht gerade eben nochmal anders einstellen? Egal. Es wird Nummer 6, das heißt, wir fahren mit der Class 451 BLU. Die hat nur eine Möglichkeit, nur einen verfügbaren Zugdienst. Das heißt, ich brauche auch nicht mehr weitergehen und gucken. Und dann würde ich sagen, schauen wir, was für ein Auftrag das denn hier ist. Es ist, eine Vintage-Eisenbahntour, ja, okay. Die 1Z39 Vintage-Eisenbahntouren fahren zu den Abschnitt des East Coast Way, einer Zugstrecke, die durch das Gebiet führt. 2.1.2021, also relativ zeitnah sogar. Also relativ, ja, was jetzt zeitnah? Relativ, kürzlich erst gewesen. Level 44 bin ich, dazu komme ich auch gleich, weswegen ich es erwähnt habe. Ich würde sagen, Level 44, wir starten einfach mal rein. Genau, das Ganze von Lewis nach Eastbourne. Ist doch, glaube ich, richtig rum. Naja, ich glaube, Lewis nach Eastbourne. 525 Tonnen insgesamt Gewicht. Wir haben insgesamt 10 Waggons mit Lok und 221 Yard Länge. Gott, das Problem ist, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, ob ich jetzt alles direkt auf Anhieb hinbekomme, aber das Gute ist, es leckt aktuell nicht so wie jetzt beim Versuch des letzten Mals, wo ich den Livestream gemacht habe fürs Mastery von der London Underground Bakerloo Line. Dann sollten wir jetzt auch gleich grünes Licht bekommen, beziehungsweise gelbes Licht, ein gelbes Signal bekommen, was wir dann losfahren können. Und da ist es auch schon, dann da ist es wieder an AWS, ist, wenn ich wieder rankommen oder wie oder wo oder was. Yep. Dann halt ohne Zusicherheitssignale, wenn es halt einfach, wenn ich es einfach gerade nicht mehr gebacken bekomme hier. Irgendwie will es ja gerade mal wieder nicht. Auch wenn ich es absolut nicht verstehe, aber ich glaube, das liegt jetzt auch weniger an mir, sondern mehr daran, dass es halt einfach gerade nicht will. Denn ich kann die Driver Safety Device nicht aktivieren. Warum auch immer. Gut, dann fahren wir halt komplett ohne Zugsicherheitssignale, auch wenn ich, oder Zugsicherheitssysteme. Auch wenn ich das sehr, sehr ungern mache, aber bleibt einem ja nichts anderes übrig. Bleib jetzt auch hier sitzen, damit wir auch wirklich vorankommen. Geht schon wieder gut los, ich merke das schon. Ich bin wieder richtig gut in Übung.
Boah, ist aber auch warm hier gerade wieder geworden, ey. Da hab ich noch gar nichts gemacht. Genau, was ich eigentlich sagen wollte, weswegen ich das mit dem Level angesprochen habe, wie viel Level ich gerade habe aktuell. Ich finde das mit dem Licht halt einfach störend. Wird zwar mehr Sinn ergeben, wenn das Licht an ist, aber ich finde es halt störend. Dafür kann ich aber zumindest mal die Instrumentenbeleuchtung halt da dementsprechend anmachen. So sieht man viel mehr von draußen. Genau, also ich glaube Level 33, also habe ich glaube ich aufnahmemäßig im letzten Jahr oder kurz vor 2021 erreicht gehabt. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich könnte mir ja mal ein Ziel setzen für 2021, weil ich so ungefähr levelmäßig erreicht haben könnte oder sollte. Im Grunde genommen, das erste Ziel wäre erstmal so Level 100. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich auch eher auf Level, also dass Level 100 erreichbar ist und dass Level 150 mehr so eine Challenge ist. Deswegen dachte ich mir, okay, ich setze mir einfach mal Level 150 so als Ziel. So mit den gesamten Aufnahmen, mit Streams und so weiter kommt da garantiert gut was beisammen. Muss sein, wenn ich gleich nochmal weiter noch ein weiteres Spiel nochmal aufnehme, hier auf dem East Coast Way, müsste ich nochmal kurz das Spiel neu starten, um zu gucken, ob das dann vielleicht behoben ist und ich dann auch die Driver Safety Device aktivieren kann. Und dann halt auch bei Mitzugsicherheitssystemen erfahren kann. Wir haben ganz. Ah ne. Doch, wir haben ganz auch nochmal eine. Oh, was war das? Class. Oh. Ich muss jetzt lügen. Ich habe jetzt gerade irgendwie 50. Class 56 im Kopf. Aber ich glaube, es ist falsch. Kann den Sound auf alle Fälle leiser machen, jetzt wo ich sowieso gar nicht mit dem Sicherheitssystem fahre. Drücken wir mal die Beschleunigung komplett runter. Es ist trotzdem relativ laut, ne? Es ist ordentlich am Blubbern. Wir fahren hier bis zum. Bis Eastbourne. Dort halten wir dann. Aber ich denke, so Level 150 ist eigentlich auch machbar. Es war etwas strammer, wenn ich wirklich das mehr oder weniger beibehalte, als ich ungefähr ein bis zwei Videos in der Woche nur rausbringe und ab und zu mal dann einen Livestream mache. Aber man darf halt auch nicht vergessen, prinzipiell habe ich noch für Transit World 2 Rapid Transit offen. Da gibt es ordentlich Punkte, so 25.000 Punkte ungefähr. Also sagen wir durchschnittlich vielleicht so 20.000 Punkte für jede Mission. Das sind 100.000 Aktionspunkte, dementsprechend 100.000 Erfahrungspunkte, die sind natürlich auch ordentlich. Dann habe ich, weiß gar nicht mehr, wie das genau war mit punktemäßig beim Sandpinch Trade, aber das habe ich ja auch noch vor mir. Also sind noch so einige Sachen, die ich noch vor mir habe. Dann natürlich noch nebenbei die anderen ganzen Touren und die ganz anderen Fahrten, die wir noch machen werden. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das auch so, dass ich dann irgendwie an den beiden Tagen, ich weiß gerade nicht, welcher Tag das ist, war. Aber bei dem am Samstag wird schwierig, aber vielleicht, dass ich das hochstocke auf dreimal die Woche, also drei Videos pro Woche, Transit World 2. Aber schauen wir mal, da wird wirklich die Zeit zeigen. Genau, punktemäßig kommt man, also es gibt eine Goldmedaille, kann man auch hier holen, aber es gibt Medaillen hier auf der Strecke, aber wir haben nicht sehen können, welche Medaillen das sind. Für euch nochmal so klein. Hier, ich habe gerade den zweiten. Ne, gar nicht, war das nicht der 2. Januar. Never mind. Wir schreiben den
24.02. aktuell, wo ich es hier aufnehme. Sprich, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit, bis ich fertig sein müsste, bis ich es geschafft haben müsste. Bis das sehr vorüber ist, also es sind noch knapp, ja, sind noch 10 Monate Zeit, die ich erreiche, die ich Zeit habe für 105 Level. Aber ich denke mal, es ist machbar. Gut, kommt natürlich darauf an, wie viele mehr anderen Games es noch kommen. Planmäßig für Quartal 3 von 2021 kommt der SimRail 2021 raus. Da wird es auch sehr viel Content geben von. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Da werden Lava noch nicht sehr viel Zeit rein ein bisschen, aber sehr viel kann man so sagen, sehr viel Zeit rein investieren und sehr viel Zeit dafür opfern, um quasi dort das Spiel zu genießen und so weiter und so fort. Aber ich merke schon, ich muss hier den Ingame-Sound leiser machen beim Cutten, beim Bearbeiten. Da wird es auch noch mal ordentlich Zeit drauf kommen. Oder viel Zeit investiert werden. Ich glaube, im April kommt auch noch ein Game raus, was ich auch. Besser wieder ein ordentlich, ein deutlich anderes Game, aber ich würde es mir. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dazu Videos mache. Da würde ich eigentlich noch mit Anno 2205 weitermachen. Und City Skylines habe ich jetzt auch, glaube ich, 3-4 Stunden in Edenthal verbracht, um nachdem ich die Traffic-Mod da rausnehmen musste, weil sie nicht mehr aktualisiert wurde. Und ich dann die neueste Version aufgepackt habe, habe ich dann erstmal 3 Stunden gebraucht, um das Ganze wieder ein bisschen instand zu bringen. Dass das wieder so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Heißt, da wird es auch zwar in veränderter Form, aber da wird es auch wieder neue Videos zu geben. Ah, ich glaube. Nee, wait a second. Nee, doch nicht. Wir fahren nach Eastbourne, ne? Wir müssten ja prinzipiell von dem Bahnsteig oder von dem Bahnhof, wo man nur mit 15 Miles per Hour durchfahren kann, weil das so eng gebogen ist. Also haben wir begonnen. Aber das sind auch nochmal so ein paar Videos oder ein paar Projekte, die halt quasi dann wie so gesehen Platz wieder ein bisschen wegnehmen würden. Aber ich denke mal, das ist alles machbar. Und eigentlich wollte ich nochmal mit Surviving Mars anfangen, ne? Also kleiner Spoiler dahingehend. Aber ich habe es dann nirgendwo erwähnt, aber ich habe mit Surviving Mars, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich glaube Surviving Mars gab es irgendwann mal kostenlos bei Epic Games und habe ich mir halt noch das DLC mir noch gegönnt, wo man den Mars auch grün macht und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir da ein bisschen Zeit, dass ich da Zeit rein investiere und da dann Videos zu machen auch. Eigentlich sind das dann wieder so viele Projekte, ne? Das ist halt auch wieder so ein Ding. So, über. Weil das Berwick, ja, Berwick, glaube ich, ne? So, wir jetzt durch. Noch. Okay, in 11 Minuten oder 10,5 Minuten soll ich in Eastbourne sein. Das sind noch 6,8 Meilen. Bin ich auch noch zu schnell, weil es bergab ging. Nee. Das war ja nur ein kurzer Abschnitt. Kann ich ja wieder reinblubbern. Aber genau, City Skylines. Ich denke mal, ich werde. Vielleicht jetzt am Wochenende kommen? Ich denke mal. Könnte mir vorstellen, dass ich am Wochenende dazu mir schon mal die erste Folge aufnehme.
Ich muss doch mal gucken, inwiefern ich das dann. Wir fahren noch durch den. Moment, da war ja noch. Die 35 Meilen per Hour waren ja die scharfe Kurve da nach dem Einbahnsteig. Ich weiß zwar nicht mal, welcher Ort das war, aber. Ich kann mich noch an die scharfe Kurve erinnern, wo es dann runter geht auf. 35 Meilen per Hour. Was halt auch von der Kurvenlage war, auf der Schärfe der Kurve. Ich muss mal überlegen, Montag wäre das, Dienstag wäre das, ich könnte mir vorstellen, dass Donnerstag war ja ursprünglich Transportfieber. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass ich eventuell City Skylines und Anno 2205 bringe, quasi beides in einem Tag. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich aber noch nicht genau. Ich muss noch mal gucken, wo ich jetzt 22.05, da habe ich glaube ich noch altes Material, wo ich das hingeworfen habe, auf dem, auf welcher Festplatte ist das rumgeistert gerade. Aber ich glaube, es müsste auf der Double D sein. So, ich bremse schon mal rein und ich bremse schon mal runter. Ah, das sollte passen, vielleicht sogar. Ich glaube, ich muss dann eigentlich nochmal stärker reinbremsen. Ja, ist schon schön hier durch die Winterlandschaft zu fahren, durch die schneereiche Winterlandschaft. Ah, es hat was. Wir sind auch wieder eng hier, deutlich nah hier am. Am Bahnsteig die Leute, dann kann ich schon mal die Bremsen wieder lösen. Dann fahre ich ungefähr mit 33 Miles per Hour hier durch die Kurve durch, mit 32 vielleicht, je nachdem. Aber ich glaube, ich muss auch gar nicht wirklich. Ich beschleunige noch mal ein bisschen. Geht zwar leicht bergab, aber ich denke mal, wir sind nicht allzu schwer, dass wir jetzt hier über die Geschwindigkeit rüberkommen. Das macht mich ein bisschen kirre, was das nochmal für ein Lok war. Ah, Class 66 war es gewesen, genau. Da hätte ich drauf kommen können, aber okay. Egal, ich habe das Gefühl, Goldmedaille wird eng, weil ich so viel Punkte auch liegen lassen habe, aber okay. Da werden wir dann im Endeffekt sehen, wie die Punktevergabe dann sein wird, wie viele Punkte ich habe, wie viele Punkte. Was denn für eine Medaille das ist. Auf der Schleifverstrecke Köln gibt es ja glaube ich keine Medaille, leider. Aber hier auf dem East Coastway. Vielleicht auf alle Fälle nochmal das Spiel neu starten und dann nochmal weitere Folge aufnehmen. Es sind ja relativ kurze Videos. Ja, auf dem East Coast, weil das dann ja relativ entspannt. In 2 Meilen sind es nur noch 55 Miles per Hour und dann geht's auch. Und wir sind ja auch schon. Wir fahren dann ja auch in Eastbourne rein, ne? Wir sind ja schon am Ende hier. Aber ich denke mal, Level 150 könnte knapp werden, aber. Ja, wenn ich wirklich sage, okay, ich komme jetzt auf 3 Videos dann die Woche, beginne dann mit nächster Woche. Ist das auch machbarer, würde ich sagen. Einfach um wirklich das so als Ziel, was ich vor Augen habe, ein bisschen zu erreichen, würde ich sagen,
erhöhe ich dann auch die Frequenz von Trainsimble 2 Videos, sofern ich die aufgenommen bekomme. Aber denn ich, wenn ich weiter voraufnehme, dann passt das. Und da geht's auch. Ja, sollte machbar sein, sollte machbar sein. Muss ich dann nur sehr zeitnah dann auch ändern. Rendern, also editieren und so weiter. Mit der Bums nicht allzu lange hier rumfliegen und ich das dann doch nicht andenke. So, anfänglich jetzt bremsen, denn 1,6 Meilen haben wir ja auch schon wieder den Endhaltepunkt. Zeitlich gesehen sehr, sehr gut dabei. Wir haben auch wieder ein grünes Signal, ein gelbes Signal. Ich löse nochmal die Bremse. Und ich hoffe dann beim nächsten Mal, wenn ich auf der East Coast, auf dem East Coast Way fahre, dann auch mit Zugsicherheitssystem. Sind zwar jetzt nicht so umfangreich wie jetzt beispielsweise auf deutschen Strecken oder so, aber ja, ohne ist auch langweilig, ne? Haben wir auch schon 25 Miles per Hour, wunderbar. Ich denke, mit der anfänglichen Reduktion sollte das passen. Vom Bremsvorgang her. Da haben wir die 25 Miles per Hour. Ist wahrscheinlich dann wieder Kopfbahnhof, wo wir jetzt reinfahren. Ist vor ein Kopfbahnhof? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin halt so lange nicht mehr auf dem East Coast Way gefahren. Das ist halt ewig her. Ach, und wenn es mit Sonntagsfahrer auch wieder weitergeht, also wenn Salavon und ich dann mal die Zeit finden und Sonntagsfahrer wieder aufnehmen, auch mal wieder in Schweinsimbel 2, dann geht das natürlich auch wieder deutlich schneller voran, ne? Also dann fliegen die Level einfach so. Da rollen wir zumindest schon mal schön gemütlich hier rein in den Bahnhof von Eastbourne. War eine schöne Fahrt. Gefällt mir. Ich bin über das rote Signal gefahren. Kann das sein? Ja, ich bin über das rote Signal gefahren. Dann wollen wir mal auf ein neues. Ich weiß selber gar nicht mehr ganz genau, wie lange das Video jetzt werden wird, weil ich glaube, zu Beginn habe ich den Motor irgendwann nicht mehr anbekommen, also weil ich ihn aus ausgemacht habe, dann wollte er nicht mehr an. Oder ich war in dem Moment einfach zu blöd dafür. Kann man auch nicht ausschließen. Aber offenbar muss uns erst in Eastbourne der Weg freigemacht werden und ja, ich bin zu sehr davon ausgegangen, dass es wie sonst einfach ein Smooth Sailing in den Bahnhof sein wird, aber ja, da war das eine Außenperspektive, eine Außenkamera-Vorbeifahrt zu viel. So viel steht schon mal fest. Geht doch. Und auf Parken. Wir fahren ja jetzt nicht mehr so schnell. Warten wir noch auf die Gleisfreigabe. Dann dürfte noch wieder eine Class 377 stehen. Jetzt haben wir grünes Licht. Aber gut. Schneiden kann man ja immer. Okay, das ist die Ausfahrt der Class 377, auf die wir warten mussten.
Kann ich jetzt auch die Geschwindigkeit wieder rausnehmen. Gut, 25 Meilenstower. Ich beschleunige vielleicht auch noch mal ein bisschen. Wollen ja nicht allzu spät ankommen. Noch sind wir pünktlich. Das soll auch so bleiben, ne? Wir wollen ja möglichst viele Punkte haben. Denn Level 150 kriegt man nicht ohne Punkte. Also, ja. Na, ihr wisst wohl, die Feinde. Jeder Punkt kann, ist wertvoll. Jeder Punkt kann entscheiden. Kopfbahn, ja, Kopfbahn. Aber ich will natürlich möglichst nah halten und nicht so wieder dieses Fiasko haben wie damals. Mit dem Güterzug, wo ich 300 Meter vorher eine Zwangse bekommen habe und dann, keine Ahnung, die Mindestanzahl an Punkten bekommen habe. 498 Punkte bis halten. Ist in Ordnung. Rechts entriegeln. Dann kann ich den Scheibenwischer jetzt auch. Ja. Ausmachen. Es gab was. Es gab gut Punkte. Was gut Punkte? Ne, es gab Punkte. Wie gut die Punkte sind, das... Ja, hä? Gab's nicht Goldmedaillen? Verwirrt. Okay, Level 45. Ein Level höher, aber es war ja klar, weil kurz vor Level Dings gewesen, ich kurz vor Level 45 gewesen bin. Level 7 auf dem East Coast wäre Level 3 in der Class 45 1 BLU. Zeit benötigt 29 Minuten 11. Okay, gut zu wissen. Ich bin also 20 Minuten mehr dabei gerade. 15,78 Meilen zurückgelegt und 3840 Punkte. Ich dachte, das hätte eine Medaille gegeben. Da gucke ich nochmal nach. Ich dachte, es gäbe Medaillen. Schön, dass es jetzt regnet, obwohl Schnee liegt. Gab es da nicht eine Medaille drauf? Ah, es gab Medaillen. Okay, es war eine Goldmedaille, alles klar. Ich dachte, das wird angezeigt werden, aber gut. Wurde nicht angezeigt, aber es war eine Goldmedaille, wunderbar. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Bei diesem doch etwas für mich, langen Video. Was die Aufnahme betrifft, genau. Also, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, du bist dabei, während ich hier meine Reise fortsetze, um Level 150 dieses Jahr noch zu erreichen. Wie gesagt, 10 Monate, das sind dafür noch ganz Zeit, aber ich zock ja jetzt nicht Train Sim World 2 aktiv, dass ich sagen kann, hier, keine Ahnung, 7 Videos die Woche oder so, so aktiv bin ich dann auch nicht dabei. Wenn ich aktiv dabei wäre, könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass 200, 250 drin wäre, aber dem ist ja nicht so, aber zusätzlich zu Livestreams, wo bemerkt, zusätzlich noch Livestreams dazu, genau. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Train Sim World 2 Video.